Wir haben ein Problem. Oh oh. Endlich ist mal was los. Nein, 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 nein. Hier ist gar nichts los. Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Damakash und ich bin wieder chaotisch unterwegs in Thief und es gibt einen Banküberfall. Ich spiele heute das DLC, jedenfalls möchte ich das gerne. Ich möchte mir die Karte angucken, ja, sehe ich ja nicht viel. Einwandfrei und ich soll mir jetzt hier Zutritt verschaffen zur Bank und das werde ich jetzt erstmal versuchen. Ich habe die Hauptstory schon fertig gespielt, ich habe letztes Mal noch einen Kundenauftrag gemacht. Ich gucke mich mal hier um. Ich habe letztes Mal noch einen Kundenauftrag gemacht. Der lief dann auch mehr schlecht als recht, aber kann man auch machen, ne? Mal gucken, wie es jetzt dieses Mal wird. Letztes Mal habe ich irgendwie so viele Leute getötet, weil ich keinen anderen Ausweg finde. Ich habe keinen Ausweg gesehen, nur den Tod. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Ja, okay, ich muss aufpassen. Das kriege ich hin. Ich würde mir gerne ein bisschen... Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. So, der kommt hier wahrscheinlich hingeschlappt. Was ist denn da hinten? Guck mal, wenn ich hier jetzt... So, was ist hier denn? Gibt's irgendwo einen kleinen Weg? Weißt du, nach Möglichkeit hier nicht so mittendurch, wo die Wachen rumlaufen. Da ist zum Beispiel ein Seildings. Sowas habe ich doch gesucht. Damit ich mir auch erstmal einen kleinen Überblick verschaffen kann. Das wäre mir sehr lieb, tatsächlich. Und dann mal gucken. Jetzt kletter ich hier mal hoch und dann schaue ich mir das Ganze mal von oben an. Ich bin neuerdings auch müde. Ach, die sind immer alle so müde noch von der Schwermut, ne? Guck mal, was ist hier? Könnte das die Tresorkombination sein? Okay. Was sonst? Was soll ich jetzt tun? Öffne den Tresor. Was soll ich tun? Öffne den Tresorraum. Ist das hier hinten der Tresorraum wahrscheinlich? Ne? Ach du gut, Herrgott. Natürlich nicht. Aber die sind da sind doch. Gelegt. Ich möchte. Ich wollte. Ich nehme welches? Jetzt hier erstmal mit. Weiß ich nicht mehr. Ist egal. Ich habe die Nummer in der Tasche. Oh, er hat die Nummer in der Tasche von dem Schließfach. Heißt das, rede mit ich Mrs. Maunders. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Das könnte ich eigentlich mal versuchen. Aber jetzt mache ich hier erstmal den Schub auf. Hey. Ich habe was gehört. Was war das? Ich habe es auch gehört. Geht der Sache nach. Ich habe gerade jemanden gesehen. Hilfe! Hier ist irgendwer! Ich habe ihn gesehen! Ach Quatsch, du hast gar nichts gesehen. Guck mal, da liegt noch eine Goldmünze. Nicht zu an den Ring. Die hören das, wenn ich das Schloss knacke? Was sind das denn für Deppen, ey? Weißt du, also manchmal frage ich mich schon. Ich habe ja in der letzten Folge habe ich ein bisschen Fazit gezogen, ne? Zum Spiel, so insgesamt. Und das ist was, das habe ich tatsächlich gar nicht angebracht. Wenn ich mit einem Dietrich, wenn das Schloss so klick macht, da reagieren die drauf und verfallen in Panik. Und es gab Situationen, da habe ich riesen Türen aufgemacht, Metalldinger weggeschoben und das hat keiner mitgekriegt. Also das ist tatsächlich so von der Logik her nicht so toll. Andererseits weißt du, wer braucht schon Logik in dem Spiel? Also ich finde, es ist nicht so, dass ich das jetzt total fürchterlich und schlimm finde. Keinesfalls, ne? Aber es fällt halt auf. Alles vorbei ist. Da ist noch. Ja. Okay. Gespenstisch, all die sterbenden Bettler und eingesperrten Hunde. So, na hier ist ja richtig Action. Was ist denn hier los? Ich finde, das ist ganz schön viel hier. Warum sind hier so viele Leute? Okay. Irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwas stimmt nicht. Aber ich kann hier nicht, nee, leider nicht alle aufmachen. Wartezeiten. Ist ja verrückt, wa? Was ist hier denn noch Schönes? Oh oh. Gerechte Löhne sind in dieser Stadt so selten wie Borix. Wo
muss ich denn nur lang? Ach, stehen die beiden Typen jetzt woanders? Wo muss ich denn hin? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Mach mal aus hier, blöden Kerzen. Ich werde krank, das spüre ich. Hä? Da hat sich was bewegt. Nein, nein, hier hat sich gar nichts bewegt. Nein, 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 nein. Ich hoffe, du hast dir nicht die Schwermut. Was es auch war, jetzt ist es weg. Gut, da schläft jemand. Jede Nacht derselbe. Und der schnarcht auch ganz schön laut. Ist das der Einzige hier unten? Nee. Ich brauche was zu trinken. Anscheinend nicht. Wo patrouilliert denn hier noch einer? Na los, nimm das schon auch noch. Ach, bestimmt da auf der anderen Seite. Warte. Das nehme ich erstmal hier dann. Ha, 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 ha. Der schläft da ganz brav und lieb. Dann braucht er auch hier die Dings nicht. K.O. schlagen brauche ich den ja eigentlich nicht, weil wenn er schläft, ist ja egal. Was? Hallo. Ach so, da ist einer. Okay. Aber da ist keine Tür oder so, ne? Doch, da muss ein Treppen. Nee. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Ach, da. Ah, oh. Ja, ich sehe schon. Alter, das Ding ist ja riesig. Was ist los hier? Hey? Da war überhaupt nichts. Das ist ja echt groß hier. Eine Riesenbank. Hoffentlich kommt er ist noch hier. Wo sind die Wachen? Die schlafen, die Wachen. Jetzt entspann dich mal. Guck mal, entspann dich mal ganz doll. Oh, bist du entspannt heute, wa? Ach, guck mal. Kann ich noch nehmen. Das auch. Und den räume ich mal ein bisschen irgendwo in die Ecke. Hier hinten, oder? So, hier so. Mach mal Paya Bubu. So, und dann gucke ich mal, ist hier sonst noch irgendwas gewesen? Nee. Nein. Alles klar. So, guck mal, da liegt noch... Kein Wunder, dass die alle schlafen, die haben alle Flachmänner neben sich stehen. Da würde ich auch schlafen. So. Aber gut, dass die Schreibtische hauptsächlich im Dunkeln stehen. Das ist doch sehr beruhigend. Jetzt gucke ich mal, ob ich das aufkriege, ohne gesehen zu werden. Ich sollte zwischendrin vielleicht mal abspeichern. Na komm schon. Ich könnte mal hier das Licht ausmachen. Ah nee, nicht, dass der... Wird der davon wach? Ich weiß es nicht. Komm her, ich mach hier auf jetzt. Welcher Tag ist heute? Das frage ich mich auch manchmal. Ich war jetzt die ganze Zeit... war ich auch so... Da war Donnerstag irgendwie und ich habe gedacht, oh, heute ist doch schon Samstag. Ja, nee, war natürlich nicht, ne? War ja Donnerstag. Einmal. Na. Zweimal. Na. Die Abriegelung ist gut. Ich fühle mich schon viel sicherer. Dreimal. Und
4-mal. Und nochmal. Oh, 5-mal. Ach, das war jetzt falsch hier. Komm her. Ah, das ist aber eine schwere Tür hier. Krieg das noch auf irgendwann mal? Jetzt aber. Das hat gedauert. Ah, ich bin im äußeren Tresorraum. Sehr cool. Und jetzt war da natürlich noch so viel Zeug, was ich hätte mitnehmen können. Aber da da so viele Wachen und Leute sind, ist mir das natürlich ein bisschen gefährlich tatsächlich. Ich kletter jetzt hier erstmal hoch. Da kann ich mir, glaube ich, einen ganz guten Überblick verschaffen. Das sind... Ach, guck mal, ist das hier so eine Wachkamera bestimmt, oder? Und da auch. Aha. Gemein. So, ne, hier ist nur zum Verstecken oder so. Was? Da liegt doch noch was, guck mal. Ein Füllfederhalter. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich dahin, ohne dass alles und jeder alarmiert wird? Kann ich die kaputt schießen? Ich glaube das nicht, ne? Kann ich da das... Warte mal, ich könnte aber mal das Licht ausmachen von hier. Und da auch. Ich kann ja einfach mal gucken. Nee. Das bringt nichts. Gut. Alles klar. Ja, dann werde ich jetzt mal... Ich schau mal. Drin ist hier jetzt ja niemand. Fallen. Es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Alles den voller Duft Fallen. Eines geknackten Tresors zum Beispiel. Guck mal, wie gemein, ey. Okay, wo müssen denn die Fallen entschärft werden? So, ich gucke jetzt hier nochmal. Hätte ich ja auch mal gleich gucken können. Da gibt's ganz viele Schlösser zu knacken. Ist ja cool. Ich kletter jetzt hier mal rauf und kann hier von oben bestimmt mal schauen. Ach so, ja, ah, das ist wie so eine, dann wie so eins von den Viechern, ne? Die dann, okay, alles klar, das leuchtet mir ein. Da muss geknackt werden, da liegt irgendwas rum, ein Brief oder so, das sind die Lichtschalter. Ich würde aber gern wissen, wo gehen denn die, weißt du, wo... Genau gegenüber. Also, ich habe das nicht gesehen, als ich da gerade drüben war. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Manchmal bin ich einfach eine kleine blinde Nuss. So. Ja, perfekt. Damit werden die Fallen schon mal ausgeschaltet, was gut ist. Dann können die mir auch nicht mehr wehtun. Guck mal, dann kann ich jetzt doch hier mal nach und nach aufmachen. Hier ist doch keiner drin, ne? Der mich irgendwie nervt, ist doch schön. Außer die Kameras, da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Aber ja, mein Gott, weißt, ist doch nicht so wild. Ja, mach mal auf. Naja. Ich habe jetzt leider die Kombination von dem Schließfach nicht. Das wäre bestimmt hier auch irgendwo. Aber macht nichts. Gibt auch so ein bisschen Zeug zum Mitnehmen. So. Na, zack. Gott sei Dank sind die nicht so hochsicherheitstechnisch gesichert wie die Tür vorhin. Wer macht denn seine Geldbörse hier rein? Braucht man die wohl nicht, oder was? Naja. Da könnte ich mich drin verstecken, aber das brauche ich ja jetzt nicht. Hier ist ja niemand. Warum soll ich mich da drin verstecken? Aber wenn die Kamera Alarm auslöst, dann ist wahrscheinlich hier Halligalli, ne? Würde ich fast mal vermuten. Also das sollte ich nach Möglichkeit vermeiden.
Weil da waren schon sehr viele Leute. Also Bankangestellte, Wachleute und weiß der Geier was alles. Ist ja schon sehr viel gewesen. Wie leer? Wer nimmt sich denn ein Schließfach und das ist dann leer? Jetzt warte ich dann wieder, bis das weg ist, ne? Du siehst mich nicht, du doofe Kamera. Gut. Naja, eine Tischglocke. Ja, ja, mit mir nicht. Man hört es am Geräusch ganz gut, deswegen bin ich dann still, ne? Wenn die wendet. Damit ich das auch ja mitbekomme. Ist ja sonst auch ein bisschen doof. Und da ist noch eins. Nee. Das noch. Ja, das ist nicht so viel. Aber naja, gut, weißt du. Man kann nicht alles haben. Oh. Worauf hat die jetzt reagiert? Erklär mir mal. Hat die mich gesehen da? Das ist natürlich dann schon ein bisschen was gemein. Mach hier mal auf. Aber kommt nicht sofort jemand reingerannt anscheinend, oder? Mysteriös. Neuer Schritt öffnet den Tresorraum. Ach so, die Kombination habe ich gefunden jetzt. Ah, ich verstehe. Das war hier noch in dem... Ja, aber ich bin hier ja noch nicht fertig. Aber hier kommt gar keiner rein. Also das wundert mich ein bisschen. Die Kamera schlägt Alarm, aber es kommt gar keiner rein. Ist doch komisch. Gut. Warte mal. Geh mal hier hoch. Jetzt gucke ich erstmal in meine Dokumente. Der Bankraub. Da habe ich ja nicht viel gefunden. Notiz-Tresor-Kombination. Oh, 6-8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. Ja, bravo. Kann man das Ding hier nicht irgendwie kaputt schießen? Ah, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ey. Nee, komm her, einer geht noch. Nee. Aber abklemmen kann man die auch nicht, oder? Nee. Da drüben liegt noch ein Brief oder so. Der sieht mich doch. Hier in meiner Ecke. Ach nee, im Schatten vielleicht nicht, gell? Notiz, Tresorraum, Einstellrad. Was soll mir diese Notiz denn sagen? Wickes, eines der Einstellräder macht mal wieder zicken. Bitte sofort reparieren. Na bravo. Also ich vermute mal, hier sieht mich das Ding nicht. 6 war es, ne? 6, 8. Und die letzte war unleserlich. 6 und 8. Und jetzt. 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Ach so, warte. Ich kann nicht jede Kombination ausprobieren. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ja, wer soll denn dir da helfen, du Held? Ich hab doch das... Vor allen Dingen jede Kombination. Warte. Warte.
6, 8. Die letzte Zahl ist unten. Weißt du, da muss er einmal rumdrehen im Kreis. Kann ja wohl nicht so schwierig sein. Aber wahrscheinlich geht das wieder nicht, sondern da muss ich jetzt wahrscheinlich die Kombination von irgendjemanden finden oder so. Ach, das ist doch auch blöd, oder? Weil also wenn du von einer dreistelligen Zahl die ersten beiden Ziffern hast, ohne Scheiß, da renne ich jetzt nicht nochmal durch das ganze Gebäude, um da irgendwas rauszufinden. Ich bin kein Tresorknacker, aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Ja. Eine muss falsch sein. Eine muss falsch sein? Wieso muss eine falsch sein? Ich guck das nochmal an. Die letzte Ziffer ist unleserlich. 6, 8, die letzte ist unleserlich. Na, was ist denn daran nicht zu verstehen? Vielleicht mache ich hier mal 6, 8 oder so und dann ist das vielleicht die letzte. Keine Ahnung. Ich probiere mal aus. Sechs, acht. Nee. Ach, das ist doch schon wieder was hier. Oder hier 6, 8 vielleicht. Dass das die letzten sind. Ich probiere jetzt einfach das nochmal aus und ansonsten, ne? Freund Google ist mein Kumpel. Ist ja nicht der erste Tresor, wo ich Freund Google bemühe. Ich bin kein Tresorknacker. Aber mit 2 von 3 Ziffern sollte sogar ich es schaffen. Ja, aber Eine muss falsch sein. Ja, eine muss falsch sein. Anscheinend bin ich zu doof im Moment. Ich google das mal schnell. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Ja, und mir fehlt tatsächlich eine Notiz. Ich hätte das gar nicht rauskriegen können, habe ich gesehen. Und zwar ist ja das Einstellrad... Ist ja das Einstellrad geändert worden. Tatsächlich. Das habe ich ja aus dem einen Dokument entnommen. Und ich habe hier unten, ich bin ja gar nicht oben in der Bank groß gewesen. Was leider Gottes auch bedeutet, ich habe die ganzen Notizen nicht finden können, weil ich oben ja gar nicht langgelaufen bin. Hätte ich vielleicht machen sollen, habe ich aber nicht. Und ich wusste ja auch nicht genau, wohin. Na, also ich bin ja jetzt hier den einfachen Weg gegangen. Die Sache ist, dass Einstellrad Nummer 2, also 8, in 3 geändert worden ist. Das steht in einer Notiz, die man finden kann, wahrscheinlich oben. Und ja, dann kann man hier. Zum Glück konnte sie niemand auswendig. So. Gut. Und so kommt man dann da rein. Ja, muss man auch wissen, ne? Dann wollen wir mal was von Lady Hartnells Konto abheben. Wunderbar. Oh, ganz viel Licht. Ich, also ich muss ja Unmengen verpasst haben jetzt von dem DLC, dadurch, dass ich mich in der Bank oben nicht umgeguckt habe. Aber ich hätte einfach gedacht, wenn ich in der Bank, also wenn ich einen Bankraub begehe, ich würde da nicht noch ewig rumhampeln und Leute auf mich aufmerksam machen. Ich würde dann so schnell wie möglich rein, raus, fertig. Und das war mir tatsächlich nicht... Aua. Aua, aua, aua. Ach, die Steine hier. Ja, Das war mir tatsächlich nicht so ganz klar hier. Aber ist egal. Ich, ja, weißt du, Google ist mein Freund und Helfer. Wo geht's denn da lang? Da lang, da lang, da, da hinten vielleicht, oder? Ach du guter Gott, das ist ja ein Riesenfallengebilde hier. Wo kann man die denn mal ausschalten? Das ist ja gemein. Oh oh. Oh, Giftgas, wie geil ist das denn? Ja. Ja, prima. Ja, prima, ich bin vergiftet. Macht nichts, okay, dann weiß ich das auch.
Das ist ja mies. Ja, bitte. Das ist ja sehr cool. Also, nicht, dass ich jetzt gestorben bin, dann aber... Dann wollen wir mal was von Lady Hartnells Konto abheben. Gut, jetzt muss ich erstmal irgendwie die Fallen ausschalten, oder? Das geht bestimmt hier oben irgendwo. Das ist doch auch so eine Fallenplatte, ja. Da drüben ist ein Hebel. Ich gehe jetzt da noch hin. Was ist hier? Da liegt noch was auf dem Boden rum. Das ist ja mies, ey, mit den Fallen. Muss ich ja sagen. Das ist ja mal nicht so nett. Aber verständlich, ne? So, kann ich von hier irgendwas sehen? Ist das da drüben? Nein. Da ist nur ein Hebel. Vielleicht muss ich da irgendwo hin, zu dem Hebel oder zu dem Hebel vielleicht. Aber ich müsste ja dann dafür darüber. Ich hätte gedacht, das ist vielleicht nicht so gesund, darüber zu gehen, sondern erstmal irgendwie die Fallen auszuschalten. Ach, da geht's dann nur raus, ne? Ja, ich will ja gar nicht raus. Ich will ja da wieder rein. Alles klar, jetzt aber wo geht denn, bitteschön... Wo gehen denn die... Wo gehen die denn lang? Das gibt's doch gar nicht. Merkwürdig, oder? Sobald ich hier hinkomme, geht es los, oder wie? Nee, anscheinend nicht. Ich gucke jetzt hier mal. Das ist ja echt... Mysteriös, du! Nein. Na, dann gucke ich jetzt mich... Also, da muss ja irgendwo muss ja dieser Fallmechanismus ausgehen. Achso, ich könnte mal... So. Eine Bürgschaft, ja, Mensch. Noch einer. Ist noch was? Ach, da ist auch noch eine Kamera. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber habe ich hier... Ich könnte mal das Licht... Ach nee, da geht die Tür zu wahrscheinlich. Alles klar. Was ist das hier? Ein kleines Kästchen. Die Vase werde ich ja nicht mitnehmen können, vermutlich. Guck mal, kann ich da die Kamera... Guck mal, ich sehe gerade... Wo sind meine Wasserpfeile? Hier. Bei den Kameras, da sind ja hier so eine Kerzen. Ja, das macht das natürlich ein bisschen angenehmer für mich. Dann weiß ich wenigstens schon mal, wie die Kameras ausgehen. Das ändert zwar an meinem Fallenproblem momentan noch nichts, aber dann kann man sich doch schon ein bisschen gemütlicher umgucken. Ja, das Schloss möchte ich bitte aufhaben. Mal gucken, vielleicht ist ja irgendwas total Tolles da drin. So.
Mach mal auf. Na, ein Aschenbecher. Naja, gut. Ja, aber wo gehen denn diese scheiß vermaledeiten Fallen aus, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oder? Also. Vor allen Dingen, weil ich da auch nicht... Ich kann ja nicht springen. Also, weißt du, Garrett kann nicht springen. Das ist, kann er halt nicht. Kann man nicht ändern. Sonst könnte er ja da einfach drüber wegspringen. Über die, Flächen, aber das geht leider nicht. Gut, dann räume ich mal aus, was hier in den Kisten noch ist. Da ist noch was und da ist noch eine Bürgschaft. So. Da ist noch ein Schacht. Da könnte vielleicht was sein. Ich guck mal, ob man da die Fallen machen kann. Das würde ja Sinn machen, fast. Oh, ist das dunkel hier drin. Ja, da hammer sie doch. Gut, das war schon ein bisschen eine schwere Geburt, muss ich sagen. Aber ich habe es ja gefunden. Dann ist es nicht so schlimm. Aufmachen. Ah, und keine Fallen mehr. Perfekt, jetzt mache ich die Kameras noch aus. Einmal. Das ist jetzt alles weg, ne? Ja. Dann gucke ich aber hier oben noch. Komme ich da irgendwie... Weißt du, muss ich da von der Seite gleich mal gucken. Warte mal. Dass ich da in den toten Winkel erstmal komme vielleicht. Weil da oben ist ja bestimmt auch noch Zeug. So, Wasser, Marsch. Und Wasser, Marsch. Perfekt. Alles klar, dann mach ich mal hier. Mal auf, wa? Was gibt's denn hier noch? Oh, guck mal. Ein neues Dokument und noch eine Bürgschaft. Also dafür, dass da so viel... Oh, hier ist Mohn. Ja, das kann ich auch brauchen. Dafür, dass da so viel Action unten in der Bank war, ne, also das muss man ja wirklich sagen, da war ganz schön was los, ne, so an Personal und überhaupt und sowieso, ist das hier oben ist sehr ruhig, ne, kein Mensch hier. Schon sehr ungewöhnlich. Aber na gut, macht nichts. Zack. Buchprüfung. Und noch eine Brosche. Da ist noch... Hätte ich fast vergessen, siehst du. Da, die Büste. Was ist hier noch? Nichts, aber da liegt ein Ring, oder was ist das? Ja. Zwar kein goldener, aber auch ein silberner Ring. Ist ja hübsch. Ich mag Silber insgesamt übrigens lieber als Gold. Weil ich ja, weißt du, mit den dunklen Haaren und so, da passt Silber, finde ich, immer ein bisschen besser. So. Ah, ich trage sowieso so wenig Schmuck, von daher. Von daher ist das alles nicht so dramatisch. Gut, ich glaube, ich habe jetzt dann hier alles soweit, oder? Alles klar. So, kann man hier die noch aufmachen? Nein. Die auch nicht, vermutlich. Nein. Dann mache ich mal den Hebel.
Ha, ach, auf der anderen Seite vielleicht, weißt du, dass die gleichzeitig müssen? Kann ja sein. Ja. Perfekt. Tada! Arme Lady Hartnell. Erst das Feuer, jetzt ich. Oh, oh, ich sollte schnell hier raus, oder? Oh, so schnell kann ich gar nicht raus. Oh nein, und ich habe, glaube ich, nicht abgespeichert zwischendrin. Mal gucken, wo ich die Taste gedrückt habe. Ich weiß das nicht mehr. Ach, das ist ja gemein. Ja gut, jetzt weiß ich ja wenigstens, wo die Fallen entschärft werden. Ach so, habe ich die schon entschärft? Nee, die sind noch da. Gut, aber jetzt weiß ich ja, wo es geht. Dann ist es nicht so schlimm. Ach na, das ist ja was. Wie mache ich das denn? Da muss es da innen drinnen ja anscheinend noch irgendwas geben, um das Giftzeug auszumachen oder so. Ja, das war mir mal wieder nicht klar. Macht nichts. Komm her. Machen wir die Fallen mal aus. Und hier wieder raus. Übrigens auch ein perfektes Versteck, oder? Wenn irgendjemand kommt. So, Wasserpfeile sind am Start. So, dann hier das mal weg. Alles klar, da hinten war ich. Sobald man das nimmt anscheinend, gell? Ja, na gut. Da oben war eigentlich nichts so Spektakuläres, oder? Naja, ist egal, ich mach das jetzt halt. So. Die mache ich halt wieder aus, ist halt bequemer. Andererseits, die da vorne brauche ich nicht ausmachen. Den Pfeil kann ich mir auch sparen, weil ich kann auch hier wieder rausgehen. So. Ja, ist trotzdem, da muss ich mal gucken. Da gibt es bestimmt irgendwie, das kann man bestimmt irgendwie ausschalten oder irgendwie so, dass man da nicht gleich die Grätsche macht. So. Weil da fällt man dann ja auch um. Also ich habe ja keine Zeit mehr, dann rauszulaufen anscheinend. Weil ich habe gedacht, nur wenn ich schnell genug rauswuschel, ne, dass mir das dann vielleicht reicht. Aber nee, sieht nicht danach aus. Naja. Alles klar. Da ist wieder der silberne Ring. Und da war, glaube ich, überall eh nichts drin. Aber ich gucke vorsichtshalber nochmal. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, da war überall nichts. So. So. Sehr gut. Das brauche ich nicht. Na, habe ich da vergessen. Ist aber auch nichts drin. Da habe ich auch. Und da liegt noch was. Ein Schmuckstück. So, ein Schmuckkästchen im Regal. So. Alles klar, jetzt gehe ich da mal runter. Und mach mal auf, aber wie gesagt, ich muss mal schauen, bevor ich das runternehme. Rein komme ich ja in den Raum anscheinend. Das scheint nicht das große Problem zu sein. So. Ah ja, das ist damit verbunden, ich sehe. So, ist das jetzt aus? Ja, perfekt. Sehr gut, ja, Mensch. Arme Lady Hartnell. Erst das Feuer, jetzt ich. Ja, die arme Frau. Komm her. So, und jetzt war's das schon. Kann ich wieder gehen? Dann kann ich ja vielleicht noch mich ein bisschen umschauen hier. Guck mal, mal speichern. Schön war es hier drin. So, wieder raus. Das haben wir ja schon gesehen. Ach na, das mit den Kameras ist natürlich auch tricky, ey. Das muss man erstmal sehen, dass da ein Dings ist, oder? Eine Kerze hinter ist, die man da nehmen kann. Also, das ist schon tricky, muss ich sagen. So, dann. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Was ist denn mein nächstes Ziel? Kann ich jetzt wieder gehen oder wie?
Entkomme aus der Bank. Ja, okay. Die Abriegelung ist gut. Ich fühle mich schon viel sicherer. So, hier speichere ich mal ab nochmal. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rabenfutter. Als Rabenfutter? Ja, tut mir leid, junge Frau. Ist hier noch einer? Nee. Ach, da ist noch ein Ding. Ich würde gerne durch die Stadt gehen, ohne ständig über Bettler zu stolpern. Ach, guck mal. Über Bettler stolperst du hier gar nicht. Ich stolper über dich, junge Frau. Komm mal her. So. Komm, ich leg dich mal hier hin. Ist eigentlich egal. Mach ich mal hier das Licht aus, damit das nicht gleich jeder sieht. Da wäre noch ein Gitter. Aber ich will jetzt hier erstmal schauen. Mal schauen, was da sonst noch so ist. Wahrscheinlich finde ich jetzt dann auch gleich das Dokument, was ich brauche. Was. Ja, Bericht zur Tresorraumreparatur. Das ist das. Alles klar. Weißt. Das ist das wahrscheinlich. Macht nichts. Ist nicht so schlimm, mein Gott. Weißt. So, hier ist nichts. Nee, was ist hier noch? So viele Dokumente jetzt, ne? Ich könnte mir ich eigentlich mal hier ins Eck setzen, oder? Nee, warte, ich gehe hier besser rein. Das ist auf alle Fälle sicherer. Ich muss mehr schlafen. Und werde da mal gucken, was ich jetzt so an Dokumenten gefunden habe. Badam. Ja, hier ist natürlich auch schön, ne? Hier habe ich einen schönen Ausblick. Dokumente der Bankraub. Buchprüfung. Bericht, da zeige ich dir das jetzt. Ein zweites Einstellrad des Tresorraums, wie gewünscht, repariert, von 8 auf 3 geändert. Und das hätte ich gebraucht, um herauszufinden, wie die Kombination ist. Naja. Mr. Swallow. Sir, ich muss protestieren. Wenn das Volk davon erfährt, kommt es mit Sicherheit zu dem von euch gefürchteten Aufruhr. Es wird für mich zunehmend schwieriger, die Mitarbeiter bei ihren alltäglichen Aufgaben fernzuhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand im Tresorraum die schreckliche Wahrheit entdeckt. Ich würde einen Ratschlag von euch in dieser Sache sehr begrüßen. Meiner Ansicht nach kennt der Baron den Ernst der Lage nicht. Mhm. Buchprüfung. Buchprüfung durch den ehrenhaften Swallow S.S.K. Anders als offiziell verlautbart, muss die Stadt als unmittelbar vor dem Bankrott stehend betrachtet werden. Die innerhalb ihrer Mauern verbliebenen Reichtümer sind sehr streng bewachte, persönliche Besitze derer, die den offiziellen Stellen längst nicht mehr vertrauen. Eine umsichtige Behandlung dieses Problems in dem Viertel Dayport ist unerlässlich. Sollten die Verhandlungen mit Quellen von außen weiterhin derart schleppend verlaufen, bricht unser Wirtschaftssystem binnen einen Monat zusammen. Die Empfehlung, weitere Schritte einzuleiten, bleibt bestehen. Ja, die Stadt hat aber auch andere Probleme, als die Pleite zu gehen, muss ich ja zugeben. Oder hatte andere Probleme. Die Urkraft dürfte jetzt ja wieder urkraftig sein. So. Also da sein, wo sie hingehört. Was die wohl in den Eintopf werfen? Da rennt eine Wache rum. Ich gehe mal hier lang. Da ist noch was. Ach da, der verbrannte Smaragd-Auszug Teil 3. Kann ich gleich gucken. Auszug Teil 3. Ach ja, hier ist der Typ hier wieder. Da. Ach, die Blöden. Wo ist denn... Ach, da direkt. Ist ja auch gut. Sehr schön. Wir haben ein Problem. Oh oh. Endlich ist mal was los. Nein, 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 nein. Hier ist gar nichts los. Na, ich hoffe mal, der kommt hier nicht in die Ecke. Guck mal, ich habe mich hier doch gut versteckt jetzt. Also kommen die nur, wenn die auch in dem Raum sind, oder wie? Also im Tresorraum hätten die gar nichts ausgemacht. Verstehe ich das richtig? Also, ich werde mal schauen. Dann such eben woanders. Genau, such mal woanders. Hau ab. Hau doch ab, du. Ich warte jetzt hier mal ganz entspannt, ne? Würde ich sagen. Mit einem Kopfgeld kann ich meine Familie ernähren. Lalalala. Ich finde niemanden. Genau, du findest niemanden. Das ist auch richtig so.
Ja, siehst du, da lässt die Aufregung schon nach. Dann kann er gleich verschwinden. So. Mir gefällt das hier nicht. Okay. Weg? Oh oh. Hupsala. Ob ein Kopfgeld auf den Kerl ausgesetzt ist? So. Jetzt komme ich natürlich hier nicht. Kann ich da? Nee, da komme ich von hier gar nicht hin, oder? Ich brauche was zu trinken. Zack. Huhuhuhu. Ich muss mal schauen, ich muss da vorne eh, glaube ich, in die andere Richtung eigentlich, aber schadet ja auch nichts, wenn das Ding aus ist, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Bleibt da jemand Spielchen mit mir? Nee, geh mal weg, du. Geh mal weg, ich spiele nicht mit dir. Ich spiele mit mir selber. Nee, das klingt irgendwie pervers, aber ich habe mit mir selbst genug zu tun, wollte ich eigentlich sagen. So. Was ist mit den Einkaufsküchen passiert? Oh, was ist hier denn noch? Oh, oh. Vielleicht sollte ich den K.O. hauen. Wo komme ich hier denn raus überhaupt? Ach, ich bin schon. Ach, da bin ich dann schon draußen. Ja, ist ja manchmal ist einfach, oder? Ich hätte jetzt mir irgendwie eine Tür oder so gesucht. Aber ja, ein Fenster tut's vielleicht auch. Ein Königreich. Ja, das ist natürlich um einiges perfekter hier für mich. Ein bisschen leichter auf jeden Fall. Ich sehe so schlecht, wo die patrouillieren tatsächlich. Da patrouilliert schon mal einer. Oh oh. So, hier vielleicht in der Ecke. Ach so, na, das lässt sich machen. Ach so, nee, ich wollte hier. So. Okay, jetzt muss ich da drüben wieder hin. Alles klar. Ja, genau, dreh du dich um. Wer ist Baron Northcraft? So. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Ach, da geht's hoch jetzt, ne? Oh oh. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ja. Ja, perfekt, Mensch. Aber es gab ja anscheinend noch etwas zu stehlen in der Bank, was ich jetzt dann nicht mitgenommen habe. Aber macht nichts, ist nicht so schlimm. Auftrag erledigt. Ja, bei mir steht irgendwie immer alles nur gescheitert. Ach, guck mal, zwei K.O.-Schläge von oben. Aber ich habe 71% aller Beuteobjekte, finde ich relativ viel dafür, dass ich da doch sehr schnell, also ich hatte das Gefühl, ich bin so schnell da durchgehuscht, oder? Aber macht nichts, ist nicht so schlimm. Passt schon so. Ja, und damit hätte ich dann jetzt nur noch so kleine Nebenaufgaben, die lasse ich aber, wie gesagt, weg. Damit endet dann dieses Let's Play an dieser Stelle und ein weiteres Spiel wird folgen. Es wird als nächstes wohl The Division sein, denke ich. Vielleicht schiebe ich noch was Kleines dazwischen, das weiß ich aber noch nicht genau. Ich bedanke mich jetzt sehr dafür bei allen, die mich durch dieses Let's Play durchbegleitet haben. Mir ist schon aufgefallen, dass das Spiel so, also die Analytics haben mir gezeigt, dass das Spiel nicht so gut insgesamt angekommen ist, was natürlich an meiner eher chaotischen Spielweise liegen kann oder daran, dass das Spiel insgesamt nicht sehr beliebt ist, wie ich mitbekommen habe, gibt es ganz viel Kritik an dem Spiel. Und ja, macht nichts, ich hatte trotzdem Spaß dran, ne? Also, oh, da steht einer rum. Aber, aber jeder sieht ja so ein Spiel dann auch anders. Ich jedenfalls fand es ganz cool. Ich, ja, wie gesagt, ich fand es lustig. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe dir auch ein kleines bisschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.